Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und ich bin Teil des Organisationskomitees der Konferenz Inverted Classroom and Beyond. Diese findet am 23. und 24. Februar diesmal als Online-Format statt und wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum. Anmeldung ist ab sofort kostenlos möglich. Und einer unserer Referenten ist jetzt hier bei mir. Bitte stell dich zuerst vor, Richard. Guten Morgen, mein Name ist Richard Hahn. Ich bin im Bereich E-Learning tätig und darf heute eine Open-Source-Software vorstellen, von der ich glaube, dass sie großes Potenzial für Inverted Classroom-Settings hat. Gut, dann bitte mal um deinen Beitrag. Ich darf zuallererst kurz einen Ausschnitt aus einem Prototypen zeigen, um dann die Vorteile von Twine, so heißt die Software, vorzustellen. Hier konkret handelt es sich um einen Simulator für ein Bewerbungsgespräch. Ich klicke einfach mal durch, die nächsten Sekunden. Also es geht darum, dass wir alle Aktionen richtig setzen, um dann pünktlich und richtig angezogen im Bewerbungsgespräch zu landen. Und dann geht's weiter. Ah, wir haben immer noch 2 Stunden, das geht sich aus. Das können wir noch machen. Stellenangebot lesen ist immer eine gute Idee. Okay. Murphy's Law. Gerade an dem Tag, wo es nicht passieren sollte, steht die U-Bahn. Das heißt, kommen wir. Oh, wir haben nur mehr 20 Minuten bis zum Termin. Okay, ich würde mal sagen, ich breche hier ab. Wir haben gesehen, unsere einzelnen Entscheidungen haben sich links in den Bereichen Fokus, Selbstvertrauen und Nervosität niedergeschlagen. Und wir haben diverse Entscheidungen getroffen, die dem Selbstvertrauen hier abträglich sind. Der Simulator wird dann noch weitergehen in die tatsächliche Dialogphase, um zu zeigen, ja, welche Entscheidungen im Dialog führen zu welchen Wahrnehmungen auf der Seite der HR-Ansprechperson. Ich darf aber jetzt noch kurz Twine selbst vorstellen. Also Twine ist eine Open-Source-Software gemacht für Interactive Fiction und nonlineare narrative Strukturen. Das ist hier ein Screenshot von dem, was wir gerade erlebt haben. Das heißt, wir haben hier uns angezogen, einen Kaffee getrunken und sind dann über die U-Bahn weiter bis hin zum Unternehmen gelangt. Also die einzelnen Passagen sind hier in diesen Quadraten abgebildet und wir können dann jeweils aktiv oder auch statisch verlinken und so interaktive Strukturen mit relativer Leichtigkeit schaffen. Also die Vorteile von Twine sind, es ist sowohl in der Nutzung als auch in der Erstellung einfach und relativ intuitiv, wie wir später noch sehen werden. Die Lernerinnen bekommen eine personalisierte Erfahrung, denn wenn ich dieses Spiel mehrmals spielen würde, zum Beispiel, es gibt mehrere Zufallsstrukturen und abhängig von meinen eigenen Entscheidungen, ist natürlich auch das Ergebnis der Simulation unterschiedlich. Es ist online, das heißt, wir genießen die entsprechende örtliche und zeitliche Flexibilität. Wir haben einen geschützten Raum, in dem ich spielerisch Sachen erproben kann. Gerade hier zum Beispiel das Thema Bewerbungsgespräch ist vielleicht eine Sache, die ich in der Realität nicht so spielerisch angehen sollte, sondern dann doch eher auf Ernst. Aber hier habe ich die Möglichkeit, auch Sachen auszuprobieren. Und wie wir dann im Rahmen des Workshops auch sehen werden, gibt es die Möglichkeit zur Interaktion mit analogen Erfahrungen. Welche Effekte haben so Mikrosimulationen und Interactive Fiction? Wir haben hier Kino im Kopf, wir können eine ganze Welt in den Gedanken erschaffen, ideales Transportmittel für Microlearning, wenn es fürs Handy optimiert ist, auch fürs mobile Lernen. Wir können verschiedene Strukturen einbauen, um auch das soziale Lernen zu fördern, durch Wettbewerb, durch Kooperation. Und natürlich, wie wir gesagt haben, ist es eine personalisierte Erfahrung. Möslein Tröppner haben sich hier 2018 die mögliche Einsatzgebiete von
Gamebooks, wie Sie das nennen, angeschaut. Da haben wir natürlich die klassische Wissensvermittlung, aber auch Projektunterricht, Selbsterstellung von Gamebooks durch die Lernenden, Simulationsspiele. Man kann das zum Assessment, fürs Assessment nutzen, Mitarbeiterschulung, Produktschulung und vieles mehr. Also es gibt hier tatsächlich eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Ich würde mit dem theoretischen Input hier stoppen und dann noch eine Sache herzeigen, wie einfach Twine tatsächlich funktioniert. Also machen wir mal hier einen kleinen Blick. Eine Passage. Durch diese jeweilig doppelten eckigen Klammern habe ich bereits die Linkstruktur geschaffen. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, dann sehe ich, diese beiden Passagen, rote und blaue Pille, wurden jeweils schon automatisch generiert. Dann könnte ich hier sagen, bei der roten Pille. Und noch Text für die blaue. Und das war's. Ich könnte jetzt schon auf Play drücken. Aha, aus den beiden Wörtern rote und blaue wurden jeweils Links geschaffen, die jeweils auf die nächste Passage dann verlinken. Ich gehe davon aus, wir nehmen die rote Pille. Super. Okay, das war's. Und wir werden im Rahmen des Workshops dann noch eine Reihe anderer Markups lernen, um wirklich auch interaktive und angenehme, also was wollte ich sagen, visuell anspruchsvolle Werke von Interactive Fiction und Mikrosimulationen zu schaffen. Danke, Christian. Gut, dann bitte deine Freigabe beenden, bitte. Ja, gut, das bedeutet also, auf der einen Seite ist es etwas, womit Lehrende selber Materialien zusammenstellen können, die sozusagen eine Kombination sind aus Material, aber gleichzeitig auch einen Selbstlerneffekt gleichzeitig drinnen hat, der eigentlich ja auch schon so diesen Effekt von Überprüfung, ob das jemand wahrgenommen hat, auch noch mit drinnen hat. Also diese Kombination würde ich jetzt wahrnehmen, oder? Es gibt die Möglichkeit, das wirklich fürs Assessment zu nutzen, aber auch einfach nur Räume zu schaffen, um Neugelerntes einmal in einem geschützten Rahmen ausprobieren zu können. Twine exportiert nach HTML, das heißt, die Dateien, die wir dann haben, sind standalone nutzbar. Wir können sie auf eine Lernplattform stellen, wir können sie per E-Mail verschicken. Also es gibt technisch gesehen sehr viele Möglichkeiten und entsprechend auch didaktisch. Also das heißt, die Studierenden können es mit jedem Browser aufmachen, ohne irgendein Programm installieren zu müssen. Korrekt, genau. Und auch die Erstellung erfolgt auch im Browser. Das heißt, auch zur Erstellung selbst braucht es nicht mehr. Mhm. Gut, also das heißt, wir haben es hier mit einer quelloffenen Software zu tun, wo ich aber eigentlich auch, wenn ich das richtig verstehe, auch keinen Download brauche, oder? Es gibt die Möglichkeit, das Programm runterzuladen oder es funktioniert im Browser selbst ohne Anmeldung. Genau. Und das Potenzial, was ich jetzt auch wahrnehme, ist, dass Studierende ja sehr einfach selber, also du hast gesagt, mit Gelernten experimentieren können, beziehungsweise auch selber Materialien erstellen können, oder? Es gibt die Möglichkeit, das auch kooperativ zu machen, ist von der Technik her etwas anspruchsvoll, aber natürlich vom sozialen Lernen bietet das eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel an eine Gruppe von Lernenden als Projektarbeit vergeben, die Erstellung von so einem komplexeren Twine oder Gamebook. Also es wäre viel Koordinationsarbeit notwendig, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu gelangen, aber gleichzeitig natürlich auch große Lerneffekte dabei. Ja, aber ich, nachdem es ja quelloffen ist, kann es ja jeder und jede einzelne Studierende selber sozusagen ein Twine erstellen, einfach ohne, genau. Ohne ja. In Einzelarbeit ist das sehr, sehr einfach. Okay, wir haben das jetzt gesehen, dass das jetzt, also in dem Beispiel, was du uns gezeigt hast,
zuerst mit dem Bewerbungsgespräch. Wie lange dauert es, um das jetzt zu erstellen? Das Beispiel, was du uns gezeigt hast mit dem Bewerbungsgespräch, wie viel Zeitaufwand erfordert das? Also insgesamt bis zum Ende, bis die ganze Baumstruktur vom Dialog erstellt war, gehe ich schon davon aus, dass mehr als 80 Stunden reingeflossen sind, wobei die Technik hier kaum einen Flaschenhals darstellt. Was vergleichsweise schwierig ist, ist gerade im Dialogbaum Strukturen zu schaffen, damit der Baum nicht zu sehr in die Breite geht, sondern dass wir immer uns bewegen, um letztendlich zu einem Ende geraten zu können. Also da geht sehr viel Denkarbeit rein. Das heißt, es ist auch eher was, wo ich mal mit anderen Lehrenden gemeinsam das mache oder auch studentische Assistenten, Assistierende an die Seite stelle, damit die da zusammenkommt zeitlich, ne? Es wäre auf jeden Fall was, wo es gut ist, wenn mehrere Personen drüber schauen. Hier Playtests machen, um zu sehen, wird wirklich jede Wahl, jede Kombination zu einem befriedigenden Ergebnis führen oder gibt es vielleicht Sackgassen? Ja, also Einsatzbereiche, die ich auch wahrnehme, ist alles, wo es darum geht, sozusagen etwas zu erstellen, wo eine Geschichte dahinter ist. Also jede Form von App, jede Form von Spiel, jede Form von Film, aber letztlich auch wissenschaftliche Texte, oder? Ja, wenn man nachdenkt, hinter Twine selbst, beziehungsweise hinter dem Geschichtenformat, das ich benutzt, hängt tatsächlich eine Wiki-Struktur. Das haben wir auch gesehen an diesen eckigen Klammern. Entsprechend wäre es auch möglich, einen nicht-narrativen Text mit Twine so aufzubauen und hier von einem zum anderen zu springen. Es ist tatsächlich wie ein kleines lokales Wiki in einer Datei. Und das heißt, es ist ein Storyboarding-Tool eigentlich auch, nicht? Und um eben Abläufe jetzt in einem Projekt oder in einem Film oder in einem Computerspiel planen zu können, oder? Auch das, also viele Entwickler nutzen Twine als, wie du sagst, Storyboarding-Tool, um vorher die narrative Struktur zu planen und sie dann, keine Ahnung, in Unity oder im Werkzeug ihrer Wahl nachzubauen. Genau. Wunderbar. Gut. Richard, dann beende ich hier die Aufzeichnung momentan und sage, wir freuen uns schon sehr auf den Workshop bei der Konferenz im Virtual Classroom and Beyond. Und ja, sicher eine gute Gelegenheit, um mit Lehrmaterialien zu arbeiten. Und ich sehe es auch als großes Potenzial in Richtung offene Bildungsressourcen. Ja, genau. Aha. Ja, ich freue mich auch drauf und hoffe auf viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir freuen uns schon sehr auf diesen spannenden Workshop bei der Inverted Classroom, bei der